14 Uhr, hier spricht München. Ich grüße Sie ganz herzlich aus dem Oskar von Miller Forum, der quasi Begegnungsstätte zwischen Bauwirtschaft und Wissenschaft, zu unserer Pressekonferenz, Konjunkturpressekonferenz des Landesverbandes der Bayerischen Bauinnungen. Es gibt Dinge in der Corona-Pandemie, an die mag man sich gar nicht gewöhnen. Das ist eben die Tatsache, dass Sie uns alle heute zugeschaltet sind, liebe Kollegen, und wir quasi in einem halbleeren Raum zu Ihnen sprechen und zu euch allen. Und wir hoffen immer wieder, dass es in einem halben Jahr besser aussieht. Nichtsdestotrotz, ich begrüße ganz herzlich Herrn Wolfgang Schobert-Raab, Präsident des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen, zu meiner Seite und Andreas Demharter, der Hauptgeschäftsführer der Gewerbeverbände, und Sie alle ganz herzlich zugeschaltet per Livestream. Nach diesen Äußerungen jetzt von Herrn Schobert-Raab können Sie Ihre Fragen stellen. Es gibt im Streamfenster ein Dialogfenster, wo man jetzt schon die Fragen notieren kann. Bitte schalten Sie deswegen nicht auf den Vollbildmodus, sondern den Teilbildmodus. Da können Sie Ihre Frage hinterlegen, wenn Sie mögen, anonym, aber in aller Regel kennt man sich ja auch und deswegen gern mit Ihrem Namen versehen. Die Fragen werden anschließend hier auf dem Bildschirm auftauchen, natürlich jede einzelne ausführlich beantwortet. Wir unterstützen das Ganze auch mit einigen Grafiken, die Sie immer wieder auch eingeblendet sehen werden, und am Ende werden wir Sie noch hinweisen auf einen schönen Termin hier auch aus dem Oskar von Miller Forum heute Abend, weil wir ja hier, wie gesagt, in der Begegnungsstätte sind zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und es heute Abend hier einen spannenden Hochschulpreis gibt, der verliehen wird. Und damit, Herr Wolfgang Schobert-Raab, bitte ich Sie um Ihr Statement. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einführung, Herr Tauscher. Auch ich empfinde das natürlich nicht so wunderschön. Wir hatten schon andere Veranstaltungen im Presseclub. Aber gut, schön, dass zumindest Interesse da ist und dass sich die Kollegen Journalisten aufgeschaltet haben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Frühjahrspressekonferenz des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen. Ich werde Ihnen heute die Ergebnisse unserer Frühjahrskonjunkturumfrage vorstellen. Als wir im November unsere letzte Konjunktureinschätzung vorstellten, wiesen wir auf die großen Unsicherheiten einer Prognose in dieser Zeit hin. Trotzdem waren wir optimistisch. Das hat sich im Rückblick glücklicherweise bestätigt. Wir kamen mit großen Anstrengungen relativ gut durch dieses schwierige Jahr. Hier mein Dank an das Bauministerium in Person von Frau Staatsministerin Kerstin Schreier, die uns in regelmäßigen Abständen und mit Telefonkonferenzen hier sehr unterstützt hat, unsere Anliegen gewertet und auch weiterverfolgt hat und natürlich auch ihre Anliegen an uns herantragen konnte. Und insofern sind wir ohne Ausfall uneingeschränkt tätig gewesen und konnten am Markt bleiben. Danke. Wir wiesen aber auch auf die Notwendigkeit hoher öffentlicher Investitionen hin. Bereits Ende 20 zeichnete sich nämlich ein Einbruch der Investitionen der Kommunen in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen ab. Wir möchten Ihnen heute erläutern, wie die Unternehmen ihre Situation aktuell einschätzen. An der Frühjahrskonjunkturumfrage haben sich 400 Unternehmen beteiligt. Das ist ein sehr guter Wert und repräsentiert ausgewogen die kleineren, die mittleren und die größeren Baubetriebe. Dabei haben wir uns auf folgende Fragen konzentriert. Wird das Baugewerbe auch in diesem Jahr Konjunkturmotor sein? Bleiben die Bau- und Ausbauunternehmen Garanten für zukunftssichere Arbeitsplätze? Wo liegen im zweiten von der Corona-Pandemie geprägten Jahr die großen Herausforderungen am Bau? Betrifft das Genehmigungen, Förderzuweisungen? Wie sieht es mit den Baupreissteigerungen aus? Beginnen wir mit der Einschätzung der Baukonjunktur 2020. Diese hatte nämlich zwei Gesichter. Auf der einen Seite entwickelten sich die Umsätze außerordentlich positiv und übertrafen unsere Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der gesamte baugewerbliche Umsatz um 8%. Im Wohnungsbau um fast 14, im Gewerbebau um fast 7 und im öffentlichen Bau um knapp 5%.
Auch die Beschäftigtenzahlen konnten um 5,4% gesteigert werden. Auf der anderen Seite allerdings sanken vor allem Ende des letzten Jahres die Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahr um 3%. Schauen wir uns die Baukonjunkturprognose für 2021 an. Hier wird ein Effekt der Steuerpolitik deutlich. Die Januarumsätze lagen 14% unter denen des Vorjahresvergleichsmonats. Das ist ein Vorzieheffekt gewesen, den wir erwartet haben. Die Auftragseingänge im Januar spiegelten dagegen die Fortsetzung der uneinheitlichen Baukonjunktur. Während der Wohnungsbau weiter boomt, gehen die Aufträge im öffentlichen Bau weiter zurück. So richtig Konjunktur haben wir allerdings in unseren Firmenverwaltungen. Bei der Abrechnung und bei der Klärung der Mehrwertsteuerdetails. Wir dachten, wir hätten am 31.12. dieses Thema hinter uns gelassen, aber weit gefehlt. Man stellt eine Frage, erhält drei Antworten und die sind auch noch verschieden. Eins ist sicher, die Steuerprüfung in 3 oder 4 Jahren in unseren Unternehmen wird uns dann ganz genau erklären können, wie wir es denn hätte machen sollen. Wir können uns alle darauf schon freuen. Die Bundesregierung erwartet in ihrer Jahresprojektion eine Zunahme des preisbereinigten Bruttosozialproduktes für das laufende Jahr um etwa plus 3,2%. Ob das nun 3,2 sind, 1,9 oder 4,8, es ist eine Prognose. Und je nachdem, welche Zeitung Sie aufschlagen, so werden Sie auch die Zahl finden. Für uns ist wichtig, dass sie positiv bleibt und wird. Geschäftslage und Geschäftserwartungen. Wie sieht es hier aus? Wir befragten unsere Mitglieder nach ihrer gegenwärtigen Geschäftslage. Der größte Teil unserer Mitgliedsbetriebe, nämlich 43%, sieht sich insgesamt in einer guten Geschäftslage, 38% in einer zufriedenstellenden und 19% bewerten sie als schlecht. Wir könnten und können also unter dem Strich ganz zufrieden sein, vor allem, und das ist ganz wichtig, im Verhältnis zu anderen Branchen, denen es leider sehr viel schlechter geht. Sehr zufrieden sind die Unternehmen derzeit mit dem Geschäftsbereich Wohnungsbau. Das betrifft 72% der Betriebe, während 53% eher unzufrieden sind. Die gleichen Zahlen sind im Endeffekt auch für den Ausbau zu werten. Bei dem im Wirtschaftsbau im öffentlichen Hochbau tätigen Unternehmen sind das dagegen jeweils nicht einmal 24% der Unternehmen. Und im Straßenbau sieht es noch ein ganzes Eck schlechter aus. Da bewertet nur jeweils jedes fünfte Unternehmen seine Lage als gut. Hingegen sind Unternehmen aller Bausparten skeptischer geworden, was die Geschäftserwartungen der kommenden Monate angeht. Etwa 28% stellen sich auf eine Verschlechterung der Situation ein. Mit großer Sorge blicken die Unternehmen auf das Investitionsverhalten der öffentlichen Hand. Fast die Hälfte der Bauunternehmen erwarten weniger Aufträge. Speziell im Wirtschaftsbau erwarten 37% eine Verschlechterung der Auftragslage. Das sind allerdings nur Erwartungen und Prognosen. Inwieweit das eintrifft, müssen wir sehen. Und wir müssen auch ehrlicherweise dazu sagen, wir gehen bei diesen Prognosen und Prozentsätzen immer von einem sehr positiven Niveau der letzten Jahre aus. Kommen wir zu den Auftragsbeständen. Die im Wohnungsbau tätigen Unternehmen haben eine weit überwiegend gute Auftragslage. Ähnlich sieht das auch wieder im Ausbau aus. Die Betriebe sind in der Mehrzahl über mehrere Monate ausgelastet. Im öffentlichen Hoch- und Straßenbau sieht es allerdings schon ganz anders aus. 40% beurteilen ihre Auftragsbestände hier als zu klein.
Dies korrespondiert mit der Einschätzung der Unternehmen zum Investitionsverhalten der Kommunen. Über 60% der Unternehmen sehen ein schwächeres Investitionsverhalten als im Vorjahr. Die Lage der kommunalen Haushalte ist auch in Bayern prekär. Im vergangenen Jahr hat das Konjunkturprogramm der Bundesregierung in 2020 noch stützend gewirkt. Ein Solidarpakt für 2021 ist leider noch nicht in Sicht. Investitionen sollten aber trotz der vielfach angespannten Haushaltslage nicht gestrichen werden. Denn Ausgaben für Schulen, Kindergärten, Straßen, Kanäle und Brücken sind notwendige und nachhaltige Zukunftsinvestitionen. Schließlich machen die kommunalen Investitionen gut 2/3 der gesamten Investitionstätigkeit des Staates aus. Gegen die Krise darf folglich nicht angespart werden. Es braucht zwingend einen zweiten Rettungsschirm für die kommunalen Finanzen, mindestens für 2021 und auch für 2022. Auch der Bund selbst bleibt aufgefordert, die geplanten Investitionen in die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Nach jetziger Sicht tut er das, er hält Wort. Er hat uns aufgefordert, die Kapazitäten nicht zurückzufahren, sondern etwas zu erweitern. Und wir verlassen uns hier auf die Aussage von Herrn Scholz, der uns zugesagt hat, die Infrastruktur auch weiter zu fördern. Kommen wir zum Wirtschaftsbau. Im Wirtschaftsbau sind es nur noch 27% der Unternehmen, deren Auftragslage als gut zu bezeichnen wäre. Es stellt sich natürlich auch die Frage, was behindert uns in der Bautätigkeit? Diese Frage haben wir den Unternehmen gestellt und haben festgestellt, es gibt hier 3 wesentliche Faktoren. Das eine ist der Fachkräftemangel. Das zweite sind Lieferschwierigkeiten bei Material und Genehmigungsverzögerungen bei den Ämtern. Als drittes. Während der Fachkräftemangel schon länger beklagt wird, sind die mangelnden Materialverfügbarkeiten von global gehandelten Rohstoffen und die Genehmigungsverzögerungen eine Folge der Corona-Pandemie. Bei den Genehmigungsverzögerungen zumindest teilweise. Ich werde das später noch detailliert erwähnen. Die gute Nachricht zuerst. Weit mehr als 2/3 der Unternehmen erhalten problemlos die für den Bau benötigten mineralischen Rohstoffe wie Sand, Kies, Beton und Zement. Aber schon bei Gipsprodukten, Bitumen, Werkzeugen, Baumaschinen und Geräten sieht nur rund die Hälfte der Bauunternehmen eine problemlose Verfügbarkeit. Kunststoffe, Holz, Stahlprodukte sind noch schlechter verfügbar. Bei Stahl bestätigen nur 30%, bei Kunststoffen 22% und bei Holz 28% der Unternehmen problemlose Verfügbarkeit. Kunststoffe können 30% der Firmen gar nicht oder kaum im benötigten Umfang beziehen. Und das ist schon eine sehr bedenkliche Aussage. Ein Teil der Unternehmen befürchtet in naher Zukunft deswegen Kurzarbeit anmelden zu müssen. Die Gründe sind vielfältig, lassen sich aber immer auf gestörte Lieferketten im Welthandel zurückführen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Teil Ihrer anschließenden Fragen sein wird. Ein Drittel der Unternehmen sieht die Bautätigkeit durch fehlende Genehmigungen der Ämter ausgebremst. Wahrgenommen wird dabei, dass viele Ämter zu wenig Personal in den Büros haben. Und diese Wahrnehmung, die zeigt auch, dass offenbar ein teilweise desolater Zustand der öffentlichen Verwaltung jetzt offenbar wird. Die Decke ist jetzt plötzlich weggezogen und die tatsächlichen Umstände sichtbar. Denn schon seit Jahren ist die Personalausstattung viel zu dünn. Jetzt kommt noch Homeoffice ohne
oder mit schlechter EDV-Ausstattung dazu. Bei Krankheit gibt es zum Teil keine Vertretungen und dadurch bedingt auch keine Entscheidungen. Das alles behindert immens, nervt, bedeutet zusätzlichen Aufwand, nicht nur in den Unternehmen und in den Kommunen, die auf Förderzusagen angewiesen sind, sondern auch bei denjenigen, die das Ganze jetzt im Endeffekt zu bearbeiten haben und die sich einen Teil ihrer Arbeitszeit damit beschäftigen müssen, Anrufe zu beantworten, statt die dringend notwendigen Entscheidungen fällen zu können. An diesem Zustand werden wir auch nach Corona ganz deutlich und intensiv miteinander arbeiten müssen. Im Wirtschaftsbau und im öffentlichen Bau wird hingegen eine deutlich zurückhaltende Umsatzentwicklung erwartet. Das liegt nicht an Genehmigungen, sondern liegt logischerweise an der zögerlichen Haltung unserer Wirtschaftsunternehmen. Für den öffentlichen Bau sehen nur 8% der Unternehmen geringere Umsatzsteigerungen im Straßenbau, aber 55% rechnen mit Rückgängen. Kommen wir zur Preisentwicklung. Ein heißes Thema momentan. Die Einkaufspreise sind in den letzten 3 Monaten sehr deutlich gestiegen. Die Preissteigerungen in beinahe allen Sparten sind geradezu unkalkulierbar geworden. Das bedeutet ein extrem hohes Risiko für die Unternehmen, die ja verbindliche Angebote unterbreiten, an diesen Einheitspreisen und Angebotspreisen gebunden sind, dem Bauern gegenüber, aber nur mit unverbindlichen Lieferzusagen diesen Preis gebildet haben. Hier ist es dann oft der Fall, dass die ohnehin niedrigen Margen im Baubereich, die zwischen 2 und 6% liegen, dann nicht mehr reichen, um diese Schere schließen zu können. 67% der Unternehmen sind davon betroffen und müssen deutliche Preissteigerungen im Einkauf inzwischen verkraften. Auch für die kommenden Monate wird mit anhaltenden und deutlichen Preissteigerungen gerechnet. Die Verknappung von Materialien sowie die insgesamt doch noch hohe Nachfrage nach Bauleistungen treibt die Einkaufspreise weiter an. Über die Hälfte der Unternehmen sehen derzeit ein deutlich höheres Preisniveau bei Beton, Zement, Stahl, Bitumen und Kunststoffen. Und das ist ja leider noch nicht das Ende der Fahnenstange. In der nächsten Staffel warten Preissteigerungen durch CO2-Bepreisungen und Besteuerungen auf uns. Wir werden uns mit der Entsorgungsproblematik weiterhin auseinandersetzen müssen und mit der Verknappung von Deponieraum. Wir werden Energiepreissteigerungen zu verkraften und zu verzeichnen haben und die ständigen Auflagen und Regelungen aus der EU oder unserer eigenen Regierungsebene wird auch nicht zu Kostenreduzierungen führen. Jetzt aber zu positiven Zahlen, unsere Beschäftigungsentwicklung. Das bayerische Baugewerbe bleibt attraktiv für Beschäftigte. Wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich die Zahl unserer Mitarbeiter und Auszubildenden erhöht und die Ergebnisse unserer Umfrage machen mich zuversichtlich, dass sich der Beschäftigungsaufbau in diesem Jahr fortsetzen wird. Das Handwerk ist deutlich beschäftigungsstabiler wie die Industrie. Das zeigt sich seit Jahren. Jedes 5. Unternehmen will weiteres Personal einstellen und 74% der Unternehmen wollen zumindest ihren Personalstand halten. Die Unternehmen bilden auch wieder deutlich mehr aus, auch wenn die Kontaktaufnahme mit entsprechenden Lehrstellenbewerbern sehr schwierig ist. Mehr als ein Viertel der Unternehmen will 21 mehr als im Vorjahr ausbilden. Trotz der verhaltenen Wirtschaftszahlen freuen wir uns auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten über Bewerbungen von Menschen mit Interesse am Bauhandwerk und bieten
viele spannende und zukunftsträchtige Ausbildungsplätze. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Reihe von Fragen jetzt auf uns wartet, warum das Material so teuer und so knapp wird, ob mit einer Auftragsstelle zu rechnen ist und wie sich das auswirkt. Und vielleicht bewegt sie auch das omnipräsente Thema Nachhaltigkeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf Ihre Fragen. Wolfgang Schubert-Raab, Präsident der Bayerischen Baugewerbeverbände. Positive Beschäftigungsaussichten, Ausbildungsaussichten an einem Tag heute, wo wir gehört haben, dass die führenden Wirtschaftsforscher ihre Frühjahrsprognose nochmal deutlich gesenkt haben, jetzt von 4,7 auf 3,7. Und wir dürfen nicht vergessen, sie haben es schon mal gesenkt und könnten es nochmal senken. Und diese Aussagekraft ist ja auch nur, wenn wir in 4 Wochen aus dem Lockdown raus sind. All das nochmal im Vorfeld dazu. Nun war ja auch das Thema schon angesprochen worden, die Kommunen, die also die öffentlichen Investitionen zum Teil zurückfahren, sie müssen es nicht tun, wenn sie ihre Pflichtaufgaben erfüllen. Das kann man also in Einklang bringen. Trotz zurückgehender Steuereinnahmen, sagen Sie, ist das möglich, auch mit Ausschreibungen? Vielleicht beschreiben Sie mal, was man da tun kann als Kommune, um trotzdem zu investieren. Ja gut, ich meine, die Kommune kann natürlich die fehlenden Gewerbesteuereinnahmen nicht kompensieren. Woher soll sie das Geld auch nehmen? Und sie hängt natürlich in einer ganz misslichen Situation, weil ihre Einnahmen ja zurückeilend sind. Das heißt, sie kriegen jetzt noch positive Rückmeldungen, die sie vielleicht später dann in den nächsten Jahren zurückzahlen müssen, weil die Bilanzen der Unternehmen ja noch nicht vorliegen und dann im Endeffekt nochmal ein größeres Loch reißen. Umso wichtiger ist es eben, dass der Bund die Kommunen stützt, um hier die notwendigen Investitionen tätigen zu können, die ja seit Jahren angewachsen sind. Und es ist uns ja nicht damit geholfen, dass wir jetzt mit Sparen versuchen, irgendeinen Zustand zu verbessern. Wir müssen gewappnet sein und gerüstet sein für die Zeit nach Corona. Ich bin da guten Mutes. Wir werden wieder anziehende Prognosen und Konjunkturverläufe haben. Aber dazu brauchen wir eine funktionierende Infrastruktur. Und wir brauchen eine gut ausgebildete Jugend, die wir in unseren Schulen entsprechend unterweisen müssen und beschulen können müssen. Und wenn ich mir da die EDV-Ausstattung mancher Schulen anschaue, das ist ganz traurig. Das ist natürlich ein Leidwesen auch der Familien, die inzwischen momentan sehr, sehr beansprucht sind. Und das sind alles Investitionsaufgaben, nicht nur vom baulichen Sektor her, sondern auch in vielen Bereichen, die den Kommunen ermöglicht werden muss. Und dazu ist es notwendig, dass die staatlichen Stellen und Behörden auch entsprechende Genehmigungen und Förderanträge ausreichen und das Bauen überhaupt erst ermöglichen. Weil keine Kommune in Deutschland ist in der Lage, die Investitionen, die sie zu stemmen hat, rein aus den Pflichtausgaben heraus schon selbst zu bewerkstelligen. Die sind auf Förderzusagen angewiesen. Und das verzögert sich momentan. Da muss ich was tun. Herr Demhardt möchte noch ergänzen, Hauptgeschäftsführer der Baugewerbeverbände. Die finanzielle Situation bei den Kommunen ist tatsächlich sehr unterschiedlich auch. Und ich möchte von der Stelle aus den Kommunen, bei denen es vom Haushalt her geht, einfach zurufen, investiert jetzt. Ich bin mir sicher, dass da einige dabei sind, die sagen, da warten wir doch jetzt mal noch ein bisschen ab. Wenn die Not bei den Unternehmern größer wird, dann wird es noch günstiger. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Zahlen im Baustoffbereich zeigen es, steht die nächste Tarifrunde vor der Tür. Günstiger wird es nicht. Die Unternehmen sind bereit. Das wäre der Appell an die Kommunen, bei denen es geht. Investiert jetzt. Und gleichzeitig ist es schon gesagt worden, der Appell an Bund und Land. Bund hat letztes Jahr was getan bei den Gewerbesteuer- und Einkommensteuerausfällen. Land hat draufgelegt. Genauso brauchen wir es wieder für dieses Jahr und mit Sicherheit auch noch für das nächste Jahr. Also investiert jetzt, weil es in 10 Jahren teurer wird, wie beim Zahnarzt. Nicht in 10 Jahren, nicht schnell teurer. Noch schnell teurer. Ich habe ja eine ganze Reihe von Gründen vorgestellt. Und die Kostensteigerungen, die wir zu verkraften haben, die wir logischerweise notgedrungen an den Verbraucher oder an den Bauherrn weitergeben müssen, die sind wesentlich höher wie die Margen, die die Bauunternehmen zur Verfügung haben, um sie im Endeffekt dem Bauherrn zu geben, selbst wenn man auf Null rechnen würde. Das heißt, wir werden leider, das gefällt niemandem, uns als Unternehmer am wenigsten, den Bauherren weiterhin steigende Preise verkaufen müssen. Uns liegt jetzt die erste Live-Frage vor von Matthias Litzelfelder. Er fragt,
hat gehört von diesen Problemen bei Lieferketten und möchte nun wissen, ja, was die genauen Gründe sind, ob das auch regional bedingt ist, dieser Ausfall und diese Probleme bei Lieferketten. Regional bedingte Lieferkettenunterbrechungen werden wir künftig im mineralischen Bereich erleben. Das hat aber nichts mit Corona zu tun, sondern mit den fehlenden Genehmigungen für Steinbrüche und Sandgruben. Das wartet auf uns. Sie meinen aber die aktuellen Probleme, Lützelfelder, und da muss ich sagen, die sind nicht regional, sondern die sind überregional. Insofern für uns schwer steuerbar, eigentlich gar nicht. Wenn ich auf das Thema Holz gehe, dann haben wir hier das Problem, dass die großen Sägewerke in Deutschland ihre Kapazitäten holz- und sägemäßig an die großen Verbraucher in der USA verdingt haben und dort gebunden sind. Die haben dort Lieferzusagen, die sie bedienen müssen, und insofern ist dann der heimische Markt hier im Nachteil. Das wird auch eine Ecke dauern, bis sich das dann wieder dreht und die Waldbauern ihr Material an die Sägewerke überhaupt liefern können, sodass die dann mit freien Kapazitäten uns beliefern können. Wenn ich auf die Kunststoffsituation eingehen darf, da haben wir das Thema, dass sehr große weltweit agierende Werke Corona-bedingt und auch wirtschaftsbedingt ihren Betrieb runtergefahren haben. Ein großer Verbraucher von Kunststoffen sind zum Beispiel die Automobilhersteller. Und die stellen die Vorprodukte für Kunststoffe her. Die sind jetzt nicht in der Lage, trotz dem hochgefahrenen Produktionsprozessen den Ansturm zu bewältigen, der jetzt am normalen Markt wieder herrscht, weil sie ihre Produktionsrückstände nicht aufholen können. Das bedeutet eine Verknappung von Kunststoffen in der Endproduktion, und alles, was knapp ist, ist teuer. Bei Stahl würde ich jetzt keine Prognose wagen. Stahl zickt immer etwas nach oben und nach unten. Das ist die letzten 10, 20 Jahre schon immer so gewesen. Da muss man einfach schauen, wo man sich positioniert. Wir haben uns mit den Stahlherstellern als Bauunternehmer schon immer recht vernünftig unterhalten können und dann entsprechende Lieferzusagen bekommen. Holz und Kunststoff ist uns neu. Sie möchten noch ergänzen, Herr Demhatter? Nein, ich glaube, es ist wirklich alles gesagt. Man kann momentan sehr schwer prognostizieren, gerade was Dämmstoffe betrifft, was Kunststoffe betrifft, wann die Situation wieder besser wird. Die schaffen es einfach nicht, so schnell auf die gestiegene Nachfrage zu reagieren. Die haben letztes Jahr gemerkt, verdammt, die Nachfrage lässt nach. Dann nutzen wir die Zeit, fahren unsere Produktionskapazitäten runter, warten unsere Anlagen. Und dann sprang überraschend schnell die Nachfrage, insbesondere aus China, wieder an. Und so schnell geht es da nicht mit dem Hochfahren, und schon funktioniert die Lieferkette nicht mehr. Und wie lange es dauern wird, bis sich das wieder normalisiert, ist tatsächlich gerade im Bereich Dämmstoffe, im Bereich Kunststoff schwer zu prognostizieren. Die nächste Frage aus unserem Zuschauerbereich ist von Thomas Filgertshofer. Quasi nicht nur eine Frage, auch eine Feststellung, die Sie aber gleich untermauern können. Zitat, die Kommunen sagen, dass die Bearbeitungszeit aufgrund der vielen Telefonate länger dauert. Nun sind die meisten ja gar nicht oder schlecht erreichbar, die Kommunen. Alle Ämter müssten meiner Meinung nach aufgrund des wegfallenden Parteiverkehrs, also kein Besucherverkehr, Behörden sind geschlossen, deutlich effektiver arbeiten. Die schnelleren Genehmigungsverfahren nach dieser neuen Bauordnung sind nicht wahrnehmbar, sagte Thomas Filgertshofer. Sie hatten ja vor uns auch gesagt, es ist mehr Arbeit in den Behörden, weniger auf den Baustellen. Was können Sie ihm entgegnen, wenn Sie überhaupt entgegnen wollen? Das ist ja richtig, die Darstellung, die wir hier lesen. Ich würde allerdings das etwas relativieren. Es gibt sehr, sehr viele sehr bemühte Mitarbeiter in den Behörden und sehr fleißige Mitarbeiter in den Behörden. Dieses Bashing, das hier stattfindet, ist nicht immer gerechtfertigt, an und für sich gar nicht. Weil die Situation, in der wir momentan stecken, mit den fehlenden Genehmigungen, hatte ich ja vorhin beschrieben, die fehlende EDV-Ausstattung oder die schlechte EDV-Ausstattung, der fehlende Zugriff vom Homeoffice auf die Zentralregister oder Dateien, das ist ja kein Thema der Mitarbeiter. Das ist ein Systemfehler, den wir hier zugelassen haben, an dem wir jetzt kranken. Und ich habe auch gesagt, den werden wir nach Corona auch noch haben. Der hat nämlich mit Corona gar nichts zu tun.
inwieweit die Effektivität im Homeoffice wirklich der entspricht, die wir in den Amtsstuben normalerweise haben, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass die Effektivität im Homeoffice schwer hochzuhalten ist und einer sehr großen Konzentration und Konsequenz bedarf. Ich kenne das aus eigenen Erfahrungen und ich muss zugeben, ich bin im Homeoffice persönlich nicht so effektiv wie im eigenen Büro. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen auch so geht. Sicher eine Typfrage, Andreas Demhauter, Sie möchten noch ergänzen? Ich möchte nur ergänzen, weil die Frage sich auch noch auf die Bayerische Bauordnung bezog, die ja im Februar novelliert in Kraft getreten ist. Die Regelung, die dazu führen soll, dass Anträge schneller bearbeitet werden, die ist tatsächlich noch nicht in Kraft. Die tritt erst im Januar in Kraft. Wir sind gespannt, ob sie denn was bewirkt und freuen uns da auch über Rückmeldungen und werden, ob die Novelle was gebracht hat, im Herbst dann im zweiten Halbjahr mit dem Bayerischen Bauministerium besprechen. Herr Filgertshofer schließt eine weitere Frage an, zu der wir auch schon im Vorfeld eine Frage bekamen. Dazu sage ich gleich was. Da geht es um das Thema Testpflicht, also Corona-Testpflicht. Er sagt, viele Mitarbeiter der Baubetriebe sind in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Die Vielzahl der Tests sind zum einen teuer und auch schlecht verfügbar. Hier verlagert der Staat das eigene Versagen durch zu wenig Impfungen auf die Unternehmer. Quasi auch wieder eine Feststellung, aber wie sehen Sie es? Testen pflichtmäßig, freiwillig, was ist Ihre Einschätzung? Und ich schließe daraus gleich noch an, Herr Brunner vom Bayerischen Fernsehen hat uns heute Vormittag gefragt, wie es bei Ihnen aussieht, ob Sie auch Probleme haben mit den Testkits, ob Sie Lieferprobleme haben, ob es deswegen scheitern könnte, auch bei einigen Bauunternehmen oder auch bei Ihnen persönlich. Ja, einmal muss ich sagen, dieses Thema mit den Gemeinschaftsunterkünften sind bei uns im Baugewerbe, da wir ja wesentlich breiter aufgestellt sind, in aller Regel weniger gegeben. Wir haben regionale Aufträge, unsere Mannschaften können abends wieder zu Hause sein und wir haben ja in erster Linie Mitgliedsbetriebe, die zwischen 8 und 10 Personen beschäftigen. Insofern ist also mit Gemeinschafts- oder Massenunterkünften bei uns das Thema so nicht gegeben. Das haben andere Betriebe, die Einschätzung traue ich mir jetzt momentan nicht zu. Das Thema Test ist einmal, Sie haben mich gefragt, wie meine Einschätzung ist, ob Pflicht oder Angebot. Meine Ansicht hilft da momentan nicht weiter. Wir haben eine Gesetzgebung vor der Nase und das sieht so aus, dass die Pflicht kommen wird. Gott sei Dank kommt sie dann jetzt aber auch so, dass kein zusätzliches Protokollwesen aufgebaut werden muss. Wem habe ich einen Test gegeben? Wie hat der den Test ausgeführt? Welches Ergebnis hat er? Wir sind natürlich interessiert an den Ergebnissen, das ist ganz klar. Nicht, weil wir unsere Mitarbeiter aushorchen wollen, sondern weil wir erstens schon die Sorge um unsere Mitarbeiter haben, das steht im Vordergrund, und zum anderen natürlich wissen müssen, wenn jemand positiv ist, um auf den Baustellen und in den Firmen dann reagieren zu können. Die zweite Frage, die Sie mir gestellt haben, wie wir also als Firma damit umgehen, wir haben seit vielen Wochen schon die Möglichkeit von Schnelltests geschaffen in der Firma, indem wir uns hier versorgt haben am Markt mit sehr guten Testmaterialien und haben dann immer das bestehende Risiko damit abgeschirmt. Ein Schnelltest ist ja kein PCR-Test, aber die Schnelltests kann man mit fachkundiger Unterstützung durchführen. Das war sehr erfolgreich. Allerdings haben wir auch in der Firma gesehen, dass die Einschläge näher kommen. Und vor allem, dass sie häufiger werden. Wir hatten vor ein paar Monaten 4 Wochen Rhythmen. Jetzt inzwischen sind diese Rhythmen der Einschläge und Verdachtsmomente wöchentlich. Wir haben darauf bisher immer sehr gut reagieren können. Unsere Mitarbeiter waren beruhigt, weil wir entsprechend vorbereitet waren. Und das haben wir natürlich auch bei den Selbsttests jetzt versucht. Wir haben vor 4 Wochen schon geordert. Und da kam dann die überraschende Nachricht, wir haben momentan nichts am Lager. Der Bund hat alle unsere Kapazitäten gebunden und da musste ich dann doch schon etwas schmunzeln, vorsichtig ausgedrückt.
Aber wir haben es jetzt. Sie haben es. Und die Frage ist ja auch, wie hoch die Ansteckungsgefahr auf Baustellen ist. Sie arbeiten ja im Freien. Auch Sie müssen Abstandsregeln einhalten. Viel interessiert das ja auch. Wie ist es auf dem Bau praktisch? Sie werden sich ja auch etwas weniger in Transport, also Ihre Transporte etwas aufteilen, damit nicht zu viele Menschen auf einem Platz da sind. Gut, da haben wir... sind wir ja seit 12 Monaten unterwegs. Ja. Also da haben wir jetzt schon erprobte Mechanismen, alle miteinander. Das waren auch immer die Themen, die wir mit der Frau Schreier besprochen haben, wo sie uns gebeten hat, das und das zu berücksichtigen und an die Mitgliedsunternehmen weiterzubringen. Das haben wir auch getan, deswegen sind wir arbeitsfähig geblieben. Und dann hilft uns natürlich im Gewerk, dass unsere Arbeiten zum Großteil im Freien stattfinden. Und wir haben das immer wieder bestätigt bekommen, wenn unsere Mitarbeiter dann trotzdem mal unvorsichtig waren oder gedrungenermaßen enger zusammenarbeiten mussten, gab es trotzdem keine Wellen. Auch wenn wir Mitarbeiter hatten, die nachgewiesenerweise positiv waren, hatten wir keine weiteren positiven Ansteckungen der Mitarbeiter, die hier in Kontakt gekommen sind. Also bisher. Toll, toll, toll. Ja, und das bestätigt ja die Annahme, dass die Aerosole im Freien sich wesentlich günstiger verhalten wie in geschlossenen Räumen. Ja, das ist mein extra Thema, die Aerosoldebatte. Oh ja. Die nächste Frage geht über unseren deutschen Tellerrand hinaus. Winfried Senker fragt und spricht das Thema aus Ausbildung in einem anderen EU-Land mit deutscher Curricula, also Lebenslauf und Dual. Ist daran das bayerische Baugewerbe interessiert? Würde es mitmachen? Es gibt da ja auch schon Erfahrungen, wie ich hörte, mit dem Marokko-Projekt. Vielleicht erklären Sie es unseren Zuschauern, was Sie und Marokko gemeinsam hatten. Ja, da gibt es ja zwei Bestrebungen. Das eine ist, dass wir bestrebt sind, aufgrund verschiedener Initiativen unserer Unternehmen unser Know-how ins Ausland zu bringen, um dann im Feedback vielleicht den einen oder anderen Facharbeiter auch für uns wieder begeistern zu können. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, uns dort zu bewerben, wo Jugendliche keine Perspektive haben und Interesse haben, bei uns eine Ausbildung zu absolvieren. Das unterstützen wir auch gerne. Wir hatten jetzt die letzten 2 oder 3 Jahre ein Kosovo-Projekt am Laufen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Unsere Ergebnisse in der eigenen Firma waren sehr positiv. Wir haben 3 Kosovaren gewinnen können, die sich sehr gut in den Betrieb integriert haben und sehr gute fachliche Ergebnisse bringen, mit der entsprechenden Unterstützung, auch mit der Sprachbarriere, die überwunden werden muss. Aber das ist zu machen. Und jetzt haben wir das Projekt Marokko am Start. Und auch hier sieht es aus, dass es Jugendliche gibt, und zwar eine ganze Reihe von Jugendlichen, die sich für uns interessieren als Bauunternehmen hier in Bayern. Und das unterstützen wir natürlich auch sehr gerne. Wobei wir schon jetzt feststellen, dass die Jugendlichen aus Marokko einen anderen Level haben von der fachlichen und von der schulischen Qualifikation wie die jungen Leute, die wir aus dem Kosovo bekommen haben. Also das macht uns Mut. Also im positiven Sinne, ja? Ja, ja? Klar. Das widerspricht ja auch manchen Vorurteilen, die denken, Marokko ist weiter als Kosovo. Und, ja, und es gibt auch die Bedenken, dass wir da andere Mentalitäten haben und andere Religionen. Das ist ja auch so, aber das haben wir doch in Deutschland auch. Es gab ja auch Pilotprojekte mit spanischen Azubis in anderen Industriebereichen. Da gab es dann auch, da hieß es auch, Mentalitätsprobleme, was das Aufstehen betrifft. Und manche Spanier wären mit unserem Klima nicht zurechtgekommen. Weiß nicht, ob das die Hauptgründe sind, Herr Thema, dass Sie lächeln. Ich glaube, weil Sie von Vorurteilen sprechen, am Bau gibt es diese Vorurteile eigentlich nicht, weil wir seit vielen, vielen, vielen Jahren es schaffen, Menschen aus allen Ländern zu integrieren bei uns in den Unternehmen, ganz problemlos. Und darum sind wir für solche Projekte immer aufgeschlossen. Man muss aber auch sehen, für alle Beteiligten, vor allem für die Unternehmen, fordert das auch viel, viel Einsatz. Also gerade wenn man junge Leute aus einem anderen Land zu uns holt, zur Ausbildung, dann müssen die auch betreut werden. Und das ist uns auch wichtig. Wir sehen bei solchen Projekten immer auch die Verantwortung der Branche. Also man kann die jungen Leute nicht ins Land holen und sich dann selbst überlassen, sondern da müssen gerade die Unternehmen
schon auch viel liefern, Input bringen. Der Präsident weiß es aus eigener Erfahrung, da muss man verantwortlich damit umgehen. Und deswegen wollen wir uns auch nicht übernehmen mit Projekten. Also für uns als Verband Kosovo und Marokko, das sind schon zwei Projekte, die uns fordern. Und das ist es momentan auch mal, glaube ich. Herr Dietz aus Hattenhofen hatte uns vorab gefragt, wie Sie es schaffen, diesen Ausbildungstrend quasi umzukehren. Wir haben ja im gesamtbayerischen Handwerk einen leichten Rückgang im letzten Jahr gehabt und hoffen in diesem Jahr auf ein Nullwachstum, plus minus null hoffentlich, wie Sie es geschafft haben und auch in diesem Jahr schaffen wollen, wieder ins Plus zu kommen. Trotz eben der Tatsache, dass Sie kaum auf Ausbildungsmessen gehen können, dass die Praktikas weitgehend wegfallen, dass Sie auch Bewerbungen nur im begrenzten Maße direkt durchführen können. Wie schaffen Sie das? Ja, wie schafft man solche Sachen? Aus der Not heraus. Wissen Sie, wir haben seit Jahren, seit langen Jahren dieses Lehrlingsthema auf der Agenda. Inzwischen von allen begriffen. Das hat andere Gewerke so nicht betroffen wie uns, speziell im Bauwesen. Und deswegen haben wir uns natürlich Systeme und Möglichkeiten zurechtgelegt und erarbeitet, die es uns auch jetzt in den schwierigen Zeiten möglich machen, an Auszubildende heranzukommen und die für unser Baugewerk zu begeistern. Und wenn alle Unternehmen im Endeffekt diesen Sachverhalt begriffen haben und die Möglichkeiten wahrnehmen, die wir zur Verfügung stellen, auch als Verband, dann hat man natürlich die Möglichkeit, in schwierigen Zeiten sich entsprechend anders aufzustellen. Aber da muss man halt vorher erst einmal durch ein Tal gehen, um dann wieder auf den Gipfel zu kommen. Und auf dem Gipfel sind wir noch lange nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Und das macht mir richtig Freude, das macht mir Mut, weil wir brauchen junge Leute, wir brauchen engagierte Leute. Ich sage es immer wieder, wenn wir unsere SOKA-Zahlen anschauen, dann ist es uns klar, das ist keine Prognose, sondern das ist eine Tatsache. Die Leute haben ja nun mal ein gewisses Alter, dass wir zwischen 12-14% unserer Fachleute verlieren werden in den nächsten 5, 6, 7 Jahren. Und das können wir auch mit einer noch so guten Lehrlingsausbildung nicht alles stemmen. Da müssen wir auch von der Seite her schauen, wie wir neue Leute generieren können und wie wir uns für die Zukunft aufstellen, wie wir maschinentechnisch uns aufstellen, wie wir die Digitalisierung nutzen, um hier Effizienzgewinne heben zu können. Und auch da macht mir gerade jetzt über Corona mit dem, was wir hier vor uns haben, mit was wir uns alles befassen müssen, sehr große Hoffnung, auch wenn es manchmal recht traurig ist, die Angelegenheit. Und wenn ich sehe, dass draußen bei den Baustellen zum Beispiel bei Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Ähnlichem gar kein Schnurgerüst mehr geschlagen wird, weil der Polier über GPS und über Totalstationen seine Absteckung macht, dann sind das für mich Zeichen, dass wir erstens die Zeichen der Zeit erkannt haben, zweitens die Firmen diesbezüglich immens investieren und drittens, und das ist ein Effekt, den sieht man relativ selten, dass sich die jungen Leute genau deswegen für uns entscheiden. Weil sie sagen, da ist neue Technik am Markt. Das interessiert mich. Da will ich mittun. Und das sind all diese Faktoren, wo ich dieser Prognose, die wir für 21 abgegeben haben, durchaus eine Basis geben kann. Also Digitalisierung quasi, ja. Das heißt, auch die Ausbildungsprämie, die staatliche, brauchen Sie im Großteil gar nicht in der Branche. Ach, wissen Sie, Prämie ist immer schön. Ja? Aber ich persönlich bin derjenige, der lieber unabhängig agiert. Und ich glaube, die Unternehmen sind so stark und gut aufgestellt, dass sie im Endeffekt auch dann ausbilden würden, wenn es diese Prämie nicht gäbe. Wenn das eine Belohnung ist, dann ist es umso schöner, weil diese Prämie hängt ja an steigenden Zahlen. Man bekommt sie für Lehrlinge, die man zusätzlich in den Betrieb hereinnimmt. Und dieses Dankeschön, das ist natürlich immer willkommen. Ja, also nicht wegen der Prämie ausbilden. Wir haben derzeit keine aktuellen Fragen, können deswegen einen kleinen Programmhinweis wagen, wie man so schön sagt. Ab heute Abend, meine Damen und Herren, wenn Sie den Kanal heute Abend wechseln, quasi auf einen anderen schalten, aber hier aus dem gleichen Haus, dann werden Sie hier eine tolle Preisverleihung erleben, die Verleihung des Bayerischen Bauhochschulpreises, der ja in diesem Jahr zum ersten Mal in dieser Form online ist, aber fast wie real. Und vielleicht können Sie kurz erklären, Herr Schubert-Raab, auch denen, die damit nicht betraut sind, was es damit auf sich hat, vor allem auch, warum es in diesem Jahr so spannend ist, wegen dem Bezug zur Praxis, der in diesem Jahr auch in puncto Nachhaltigkeit so wichtig ist. Bauhochschulpreis heute. Ja,
Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil auch das macht wieder Mut, wenn man sieht, wie junge Leute, junge Studentinnen und Studenten sich mit den vorhandenen Themen auseinandersetzen. Ich habe mir diese Videos am Sonntag angesehen und war begeistert. Wir haben ja diesmal keine Plakate oder Poster zur Verfügung. Das würde jetzt das Format überhaupt nicht bedienen können, sondern wir haben die Teilnehmer, 16 Stück an der Zahl, gebeten, kleine Videos zu drehen. Die haben jetzt nicht den Anspruch einer Profi-Aufführung oder muss ja auch gar nicht sein. Und trotzdem, wenn wir sie uns anschauen, wir werden sehr erstaunt sein, wie die jungen Studentinnen und Studenten in der Lage waren, aufgrund dieser Kurzvideos ihre Themen zu beschreiben. Es macht richtig Spaß. Und ich sage es immer wieder, das haben wir früher bei den Professoren auch gesagt, diejenigen, die es drauf haben, die können es uns auch erklären. Und bei den anderen bleibt es schwierig. Und die Jugendlichen, die konnten das richtig gut rüberbringen. Schauen Sie sich das bitte an. Es macht Mut und vor allem, es sind lauter Zukunftsthemen dabei, die ganz, ganz wichtig für uns sind bezüglich Nachhaltigkeit, Sicherheit und Effizienz. Zum Beispiel eben das Thema graue Energie. Also ich wusste bis dahin auch nicht, was graue Energie ist. Man kennt graue Eminenz und graue Schläfen, aber heute Abend werden Sie es erfahren ab 17 Uhr. Es gibt dazu eine extra Einladung, die Sie auch bekommen haben von den Bayerischen Baugewerbeverbänden. Falls Sie es nicht haben, melden Sie sich nochmal in der Stelle in München, dann schickt man Ihnen das zu. Sie können dann wirklich dabei sein. Vor allem werden die Sieger heute Abend live gekürt. Also wir, die Bewerber wissen noch nicht, wer gewonnen hat. Wir machen es heute Abend ganz live. Ja, wir machen das live in der Hoffnung, dass Sie Ihr Backel auch zugelassen haben, dass Sie geschickt gekriegt haben. Ja. Genau. Das Ganze ab heute Abend dann ab 17 Uhr. Anderer Kanal, aber gleicher Ort. Im Moment gibt es keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Andreas Demharte, Wolfgang Schubert-Raab und Ihnen allen draußen an den Bildschirmen, wie man so schön sagt. Das ist komisches Gefühl nach wie vor, dass Sie alle verstreut im Land sind, aber ich komme mir so ein wenig vor wie damals Frank Elsner, als er aus der Bundesrepublik die Zuschauer in der DDR gegrüßt hat und immer sagte, wir haben Sie nicht vergessen, Sie sind bei uns und ich habe auch das Gefühl, dass wir alle wieder vereint sein werden nach einer gewissen Zeit, hoffentlich nicht erst nach 40 Jahren. Danke Ihnen ganz lieb und in diesem Sinne einen schönen Tag hier aus München. Tschüss. Ja, auch Wiederschauen von mir und vielen Dank für Ihre Zeit.